Wovon redest du gerade bloß? Ach so, du meinst Supernatural? Ja, was heißt emotionaler Mist? Es ist halt einfach immer derselbe Scheiß. Immer diese Brüderkacke. Einer belügt den anderen und in jeder Staffel belügt mal der den, dann wieder der den. Der einzig Lustige ist der Castiel. Aber ja, tatsächlich wird es sehr anstrengend, ja. Aber ich hab mir vorgenommen, wie soll ich denn das finden? Wie stellt sich das Spiel vor, dass ich das jetzt finde? Also ich schaue es mir, glaube ich, einfach weiter. Es läuft, manche Folgen laufen auch nur noch nebenbei. Es ist schade, dass auch diese Filler-Folgen, die am Anfang noch richtig cool war, weil sie so verschiedene Urban Legends hatten, jetzt halt auch langweilig geworden sind, weil das ist entweder ein Geist, ein Vampir oder ein Werwolf, weil sie halt nichts Neues mehr haben. Und dann wird's halt... Willkommen im Krähennest, dem Stützpunkt unserer Anti-Shinra-Gruppe. Tut mir leid, aber seit dem Ärger in Unter-Junon ist der Weg gesperrt. Ah ja, hier komme ich also gar nicht lang. Und dann wird's halt irgendwann madig, wenn sie auch keine neuen Viecher mehr jagen, sondern eigentlich immer nur dieselben. Außerdem sind schon, Was war das? Außerdem finde ich es komisch, dass die Personen, die da drin vorkamen, einfach immer so verschwinden lassen. Da war zum Beispiel dieser eine Junge, der laut denen so also der stärkste Lebewesen auf der Erde ist, stark ähnlich wie Gott. Und was passiert? Ja, er ist nach Australien geflüchtet und dann sieht man ihn nie wieder. Obwohl der eigentlich eigentlich stärkste Viecher der ganzen Serie ist. Aber er ist halt dann weg, weil den brauchen sie nicht mehr. Aber mal, ich schaue es mir mal an. Ich würde mal interessieren, was sie... Ich schaue mal an, was das Ende ist. Ist ja ein offizielles Ende, glaube ich, gell, das, was sie da gebaut haben. Und es soll, glaube ich, vielleicht noch eine Staffel kommen oder noch ein Film. Irgendwas haben sie angedeutet, dass da noch was kommen könnte, aber dann wirklich zum allerletzten Mal. Okay, jetzt müssen wir gleich wieder Clash of Clans Kacke machen. Es tut mir leid. Aber es gehört leider dazu. Komme ich da irgendwie hoch? Ja, der Castiel hat halt auch echt die lustigsten Auftritte. Wenn man es mal so sieht. Also. Der macht es dann schon noch ein bisschen. Der macht die Serie tatsächlich auch noch ein bisschen ansehnlich. Hinter mir? Oh Mann, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Da schwimmt ein Ball. Er hat eine eigene Brauerei. Also bisher am lustigsten fand ich bisher die Folge oder die Folgen, wenn sie in die reale Welt gekommen sind. Einfach ultra lustig. Wo sie dann beim Jared zu Hause sind. In dieser Villa und er ja mit der Ding, nicht Mac, sondern die andere verheiratet ist in der realen Welt. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, wo ich hin soll. Ich glaube, das ist falsch. Ach, dieses Spiel ist echt nervig, Mann. Wo ist nur das schöne Final Fantasy hin? Einfach, wo es einfach nur um die Story ging und nicht diesen ganzen Rund... Umscheiß. Das ist kein Tier, es ist ein Chocobo. Um das Spielbrett herum orte ich Brot
substanzielle Signale. Wir können wohl davon ausgehen, dass dies der Zugangspunkt ist. Worauf warten wir dann? Ah ja, hab ich ja voll Bock drauf. Lasst uns ein paar Shinra-Schädel knacken. Dafür bin ich immer zu haben. Aber kommen wir auf Fliegen? Keine Sorge. Daten zufolge findet bei Spielende automatisch ein Rücktransport statt. Und bei Problemen habt ihr ja immer noch mich. Ich hol euch da raus. So, jetzt. Egal, komm, muss ich machen. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Ah, siehst auch scheiße aus. So schlimm finde ich's gar nicht. Hä? Jetzt komm ich! Wie konnte das denn nur passieren? Oberst! Einfach derselbe Ablauf wie vorher. Da seid ihr ja wieder! Oh, gemeinsam können wir es schaffen. Ich will meinen Schatz zurück. Koste es, was es wolle. Das Ding da kommt aus unserer Welt. Das gehört dir nicht. Ach, Papalapap. Die Details, jetzt heißt es erstmal. Zur Wagenziel. Atakyron. Unser Oberst hat einen kühnen. Das ist doch kein kühner Plan. Unser Stichwort. Okay. Sind dieselben Einheiten wie vorhin, oder? Er hat halt einfach 500 Einheiten mehr als ich. Wird schon passen. Komm, was soll ich machen? Ich kann ja nichts tun. So. Na toll. Kommt da drüben auch noch einer. Na, geil, Alter. Ich weiß nicht, wie das Spiel sich vorstellt, wie ich das aufhalten soll. Ich hab noch eine Minute. Wie soll ich diese Flut an Einheiten denn nur jemals aufhalten?
War nicht dein Scheiß Ernst, Alter. Keine Chance. Bis ich da angekommen bin, ist Weihnachten. Fuck it. Muss es aber irgendwie schaffen. Gute Nacht. Für deine oh, okay. Paul Konstantin, cool. Das sind Dinge, die ich mag. Der rennt einfach durch, oder was? Ich hab keine Chance. Ich hab einfach keine Chance. Ich verstehe es nicht. Wie sich das Spiel vorstellt, was ich hier machen soll. Ja, der Cloud geht jetzt vor und greift an, während hier meine Basis zerlegt wird. Top, Bruder, top. Ah, wow, der wird einfach gewonnen-hittet. Digga, ich hab keine Chance. Ich kann das nicht schaffen. Es ist nicht möglich. Der hat einfach 50 mehr Einheiten als ich. Stell das mal an. Es ist doch völlig egal, was ich hier mache. Ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Was muss ich denn? Oh, was kann sie denn? Mit Hast unterstützt. Okay, das klingt cool.
Nein. Elite-Verteidiger. Heiler. Vielleicht versuche ich mal ausgewogen. Vielleicht ist es besser. Und mit tiefer, die Angriff braucht. Ich versuch's mal so. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber wir werden sehen. Der rennt einfach durch. Der Drecksack, Alter. Naja, okay, die greifen schon mal den Boss an, das ist schon mal gut. Ich kann den gar nicht... Ach so, okay. Jetzt, ich darf die gar nicht mehr setzen. Verstehe. Und los, mit Hast. Schaffe ich nicht, weil sie das andere Viech angreifen. Oh Gott, komm! Ja! Alter, um knapp 5 Sekunden. Shit, war das knapp. Das war großartig, Herr Oberst. Ja, ja, bla bla. Oh ja, jetzt muss ich mir nur noch meinen Schatz zurückholen. Zum Angriff! Paddy, du hast meine Schwester verpasst. So ein Tölpel. Nein, was passiert hier? Ich muss mal schnell mein Handy anstecken. Zurück, Freunde. Unser Ziel habt ihr nicht erreicht, oder?
Ja, auch mit der Blabla. Wie zuvor. Es gab zu viele Interferenzen. Eine große Kraft scheint hier am Werk zu sein. Eine Kraft, die alles übertrifft, was wir kennen. Sag mal, der Oberst meinte doch, die Protosubstanz wäre sein Schatz. Mein Schatz! Ich habe da mehrere Theorien, aber um sie zu verifizieren, brauche ich weitere Daten. Zumindest weiß ich, wo wir suchen müssen. Auf zur nächsten Position. Der ist hübsch. Daddy! Okay. Da komme ich nicht hin. Das ist das Interessante. Hier auf diese Seite von Junon komme ich nicht rüber, weil hier ist Sperrzone, you know. Das heißt, im umkehrigen Schluss aller Sachen passiert jetzt kurz vor 11 tatsächlich nochmal Story, meine Lieben. Einfach aufgrund dessen, weil ich jetzt sonst nicht weiß, was ich hier noch machen muss. Deswegen mache ich jetzt Story. Halt, aber ich muss trotzdem kurz da rein. Gegen Ende des Abends geht dann noch ein bisschen Story. Geil, oder? Ah, das habe ich angekündigt, dass heute Dinge sammeln angesagt ist. Hä? Ich weiß nicht, was die Kasi da redet. Ah, ich hätte meine WP-Punkte vergeben können, ich Idiot. Habe ich jetzt wieder vergessen, siehst du? Ja, lustig. Tut mir leid, ich hab deinen. Los geht's! Und tschüss! Ja, das war's! Das ist aus! Los mit, los mit! Hab sie! Ja. Anglerschuppen. Nein. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein marodes Fischerdorf. Typisch Shinra. Alles, was denen nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist halt echt so, gell? Das vergessene Fischerdorf. Ich dachte, ich laufe direkt in die Basis rein. Okay, dann. Schauen wir mal. Unter Junon! Was weiß ich denn? Nicht so schnell. Wenn jetzt nichts Anständiges kommt, Patricia! Willkommen in Unter Junon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Doch. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Ich stink gar nicht. Ich bin eigentlich toll. Ha! Jeder ist 100.000 Gil wert. Was wird das? Avalanche. Avalanche? Was, wenn es so wäre? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich.
Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Halbe Mille. Du heißt Aris, hm? Die, Für dich gäbe es 500.000. Die würde ich ja sogar ausliefern. So viel? Tatsächlich. Wenn ihr wollt, könnt ich es aber auch bleiben lassen. Wir lassen das bleiben. Dafür machen wir wieder Aufgaben. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ciao. Ansonsten, die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. Zwei Männer. Die sind die Turks. Immer schön die Turks. Sie sind mit dem Lockenstabforelle. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. In dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. Außerdem ist oben gerade was los mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Wir haben uns noch nie live gesehen, Kasi. Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Ich habe noch niemanden von euch in echt getroffen. Verhaltet euch bitte ruhig. Ich bin immer ruhig, Mann. Ich bin Clown Strife. Willkommen im Fischerdorf, meine herzlichsten Freunde, allerliebstes. Hätte ich das gewusst? Was jetzt? Die schwarzen Schluffis sind jedenfalls nicht zu sehen. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Gibt es nur zwei Wege. Über das Meer oder durch die Luft. Das stimmt. Wir sollten uns aufteilen und umhören. Vielleicht hat ja irgendjemand etwas gesehen. Hä, dir ist schon klar, dass ich auch dusche? Ein Mann in Schwarz zum Beispiel. Oder weiß, wo wir uns ein Boot leihen können. Treffen wir uns anschließend im Hotel wieder? Ja, machen wir. Aber bleibt unauffällig. BDK-Gegner in Unterjunen hinzugekommen, was? Was ist denn BDK? Ah, Kartenspiel, ja, okay. Habe ja vergessen, dass das existiert ja auch noch. Da ist der Fotograf. So sieht man sich wieder. Was hältst du von einem Foto mit der Festungsstadt im Hintergrund? Du glaubst gar nicht, wie faszinierend ich diesen Ort finde. Allein schon die Farbe des Meeres. Einfach schaurig schön. Sicher der Einfluss des Unterwasserreaktors, meinst du nicht? Auf jeden Fall muss das alles hier festgehalten werden. Vielleicht findest du ja noch andere gute Fotomotive. Ich bin gespannt. Er hat sein ganzes Equipment dabei. Fotolocation, yay! Da komme ich auch nicht hin, glaube ich. Die süße Priscilla fällt einem sofort auf. Sie ist wirklich. Vor langer Zeit befand sich auf diesem Teil des Ozeans die Hauptstadt der Republik Junon. Sie wurde damals auf einer Flotte miteinander verbundener Schiffe errichtet. Aha. Was ist ein Priscilla? Oh, ich glaube... Da ist auf jeden Fall ein Kartenspieler drin. Schau mal, den da könnten wir doch abziehen. Gewinnen würden wir auf jeden. Aber sieht nicht so aus, als ob bei dem was zu holen wäre. Was für kleine Mistmaden, Alter. Ich gehe jetzt wieder. Ich wollte eigentlich zur Zauberfibel. Die wurde mir doch hier gerade angezeigt. Hast du die drei gesehen, die den auf... hochgekommen sind? Die hatten noch diese schwarzen Anzüge von Gates Chocobo Express. Schau mal, die mag mich. Anscheinend hat Shinra eine... Was wohl der anders ist? Na, die Feier deines Todes vermutlich. Ein Händler. Händler sind wichtig, da kann man handeln. Kundschaft. Ich verkaufe erstmal und zwar, schauen wir mal, was wir so haben. Erze verkaufe ich nicht. Den könnte ich eigentlich mal verkaufen.
Eulenreif. Korallentalisman. Warte mal. Da draußen lauern eine Menge. Hier. Also, geht doch. Ach, weil das magische Abwehr, aber dafür... Ah, verstehe. Ja, das ist natürlich Quatsch, wenn dann die magische Abwehr minus 12, das ist schon krass. Aber er könnte ihn nehmen. Warum kann ich denn nicht alles verkaufen? Das nervt mich, dass ich diese Billigdinger nicht verkaufen kann. Muss aber auch was kaufen. Komm weg damit. Hat der Waffen ausverkauft? Na toll. Habe ich aber auch alles schon. Elferdunkreif. Für die Eris. Barbarenarmreif.